So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego Harry Potter für die Switch. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier beim Quidditch-Spiel und müssen diesmal wieder mal Harry aus der Patsche helfen. Und zwar, ups, ich muss ein paar Fahnen hochmachen noch, ist er so weit, dass er von Dobby so ein bisschen misshandelt wird, würde ich gerade sagen. Komm mal da runter, Leute. Zack, oh, da geht's. Ja, wir versuchen mal Dobby zu finden und ihn so ein bisschen zu... ja. Da kommen wir nicht hoch, einfach so. Ah, okay, nicht schlecht. Ja, schauen wir mal nach. Ich glaube, dass wir da so einiges hier im Argen ist. Und Dobby muss ja aufgehalten werden, obwohl Dobby natürlich ein Lieber ist. Das wissen wir alle. Aber er will ja auch Harry Potter nur schützen. Aber muss dazu sagen. Oh, hier oben geht's hoch. Kommt ihr alle hinterher? Okay, da ist Dobby. Oh, jetzt ist er wieder weg. Okay, müssen wir was anderes machen. Oh, Hagrid, ich glaube, hier musst du mal dran ziehen. Super. Oh. Da. Warte. Hier können wir noch ein bisschen... Und den machen wir nochmal. Zack. Oh. Da muss man echt alle Zaubertricks hier einwenden, ne? Das ist der goldene Snatch. Und zwar ist hier eine kleine Brücke. Oh, beziehungsweise eine kleine Treppe. Mist. Huch, schon da ran, ne? Drei und hier der vierte. So. Dobby, Dobby, Dobby. Jetzt bist du dran, Dobby. So. Also noch einer geht nicht. Hagrid, du musst hier oben nochmal ziehen. Oh, was macht er? Er sitzt hier auf der Toilette fest. Helfe ich gleich. Vorbei. Oh, jetzt können wir dann was bauen, damit wir hochkommen. Oh, komm. Hey, wollte ich nicht hoch? Doch. Da ist Dobby. Ist noch ein erwischt. Dobby, jetzt hör doch mal auf, den armen Harry dazu fertig zu machen. Okay, ist jetzt unten drin. Und was wir hier machen können. Jetzt Banner aufhängen. Wie kommen wir denn da runter? Wie kommen wir denn? Ach da, warte. Kommen wir hier längs? Den Weg runter? Aha. Hier passiert nichts.
Danke. Hä? Was denn? Noch mehr drin? So, Dobby. Ich hoffe, du hast eine Lehre gelernt daraus. Oh. Der hat ihn trotzdem gut erwischt. Er hat sich so drauf, ne? Aber er ist auch ein cooler Charakter im Film, oder? So, gucken wir, was Harry und ich hier machen. Oh, wir brauchen einen Stärkungstrank, den müssen wir machen, auf jeden Fall. Hat sich gut zu wissen. Ah, okay. Die kann Zaubersprüche benutzen, das ist natürlich cool. So. Wo ist denn sein Armknochen? Nehmen wir. Und packen das gleich hier rein. So, Madame Pomfrey will ich mal benutzen. Kein Topf für den? Anscheinend nicht. Ach, guck mal, können wir aufmachen. Ach, guck mal an, damit können wir die Gläser kaputt machen. Das ist natürlich gut zu wissen. Jetzt weiß ich, womit ich das im Garten alles machen kann. Das ist ja cool. Oder? Trotzdem fehlt uns noch irgendwie so ein Topf, wo wir den reintun können. Bleib mal da hinten stehen, da stößt uns gerade nicht. Ridiculous. Expecto Patronum. Oh, den kann sie auch schon. Reducto. Okay. Okay, wir müssen jetzt noch Sachen finden hier. Ah, guck mal. Wo kann ich mal rausholen? Dobby! Trotzdem fehlen uns auch immer ein paar Sachen, die müssen wir jetzt mal. Hier ist bestimmt was drin. Ach, warte, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, warum wir den Schreihals da vorne haben. Na klar. Komm mit. Da wird das Glas da hinten zersprengen, ne? Denke ich mal. Das andere würde jetzt keinen Sinn machen, aber ich denke mal, da soll. Dann können wir hier nämlich das Ding nehmen. Unseren Zaubertrank. Da fehlt uns nur eine fette Spinne. Da ist auch wieder ein Figürchen.
Da kriege ich ja auch eine Spinne. Mal gucken. Zumindest ist hier oben schon mal so ein... Halt. Zack. Das war gar nicht so schwer. So. Jetzt geht's los. Da freut sich der Harry. Noch einer, der steif ist. Level abgeschlossen. Oh, komm. Da machen wir, da hauen wir noch ein Level ran, ne? So. Zack, Geschichte fortsetzen. Das ist ganz cool, dass sie sich so ein bisschen an der auch am Hauptthema halten. Also das, ich glaube, die ganze, also das Lego Harry Potter orientiert sich ja eher am Film anstatt am Buch. Aber das macht ja überhaupt nichts. Tut dem Ganzen ja keinen Anbruch. Ist ja trotzdem sehr spaßig, das Ganze. Bin mal gespannt. So. Wenn wir hier eine Schreifpflanze irgendwann haben, dann können wir hier die ganzen Gläserdinger kaputt machen. Da, diese hier. Die brauchen wir nicht erstmal, ne? Achso. So. Was macht er da überhaupt? Sollen wir den mal... Da können wir natürlich noch nichts machen hier. Aber, wir folgen mal jetzt noch unseren guten, kopflosen Nick. Der muss uns ja in das nächste Gebiet bringen. Beziehungsweise zum nächsten Unterricht. Okay. Okay. Sind wir bei ihnen da fallen lassen? Jetzt bauen wir uns da was Schönes draus. Ach so, auch so ein goldener Topf. Okay. Gut zu wissen. Hatten wir schon, ne? Gehen wir mal hier rein. Okay. Gucken wir mal, was passiert beim Essen. Okay, dann sollen wir das machen. So, war auch nicht so schwer. Oh, gegen Slytherin. Schiss, Potter. Vergiss es.
Treffe ich ihn nicht. Hey, wieso trifft er mich? Oh, gleich bin ich tot. Also. Da haben wir ihn. Expelliarmus freigeschaltet. Super. Entwaffnen können wir immer gut gebrauchen. Was hat das alles zu bedeuten? Müssen wir hinterher sein. Parselsprache freigeschaltet. Oh. Kein Leben mehr, müssen wir schon Energie haben hier. So, folgen wir mal dem guten Slytherin-Heini. Hier raus. War kein schlechtes Expelliarmus anzuhaben, warte mal. Oder mehr? Ah. Okay. Oh Mist. Also, ist gut. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Falsches. Halt. Ach so, okay, nein, das war natürlich Quatsch. Aber egal. Wir wollen trotzdem nur hier hoch. Hat ein bisschen Arbeit gehabt, der gute Dumbledore. Da kommen wir nicht rein, das ist Slytherin-Turm. Wir müssen da rein. Frage, wie wir da hinkommen. Noch Parsel reden. Können wir mit ihm Parsel reden hier? Drücke Arme, mit Schlange Parselsprache zu sprechen. Ja, was soll man denn damit machen? Ah, okay. Nein, er ist die. Ah. Wir kennen uns doch alle, dass wir keine Slytherin sind eigentlich, oder? Gut. Naja. Hier machen. Gucken wir mal. Hallo.
Na, was hat sie vor? Klamottenwechsel? Ach ne, viel Safttrank, ne? Machen wir jetzt. Hier wollen wir hoch. Wir brauchen bestimmt einen Vielsafttrank, damit wir uns verwandeln können in die. Das denke ich auf jeden Fall. Müssen wir erstmal lernen, ne? Das ist ja schon. Gute Hermine. Okay. Man wird nur auf Mitglied der Hufflepuff reagieren. Okay. Also wir brauchen hier ein paar Sachen. Hoch. Na gut. Wir haben auch unsere Sachen. Zack, haben wir schon mal die Mütze. Fahren, was für verschiedene Sachen hier es gibt. Aha! Zack! Der gute Erbel! So, was fehlt uns noch? Dieses. Was sind das? Kirschen oder was soll das sein? Sieht auf jeden Fall aus wie Kirschen. Könnte Kirschen sein, ich weiß es nicht. Wo können wir das denn finden? Wir haben wir draußen zumindest mal gefunden, das weiß ich noch, hatten wir die in der Hand. Aber das hilft uns jetzt ja nicht weiter. Wir müssen ja irgendwo hier in diesem Raum auch drin sein. Na, 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 wo bist du denn? Hier ist noch so eine Flasche. Hä? Da ist noch irgendwas, das leuchtet. Ach, das ist so eine Flasche nur. Okay, wo kriegen wir dieses Kirschzeug denn her da? Wo könnte das dann sein? Wo könnte das sein? Komm schon, zeig dich!
Jetzt fehlt aber auch noch eine kleine Flasche, die wir in die Luft steigen lassen können. Dann kann man mal hier hingehen. Okay. Ah, okay. Das war ja dann doch nicht so schwer. Aber wir müssen trotzdem noch die andere Flasche finden. Irgendwo muss die ja auch sein. Wird komisch finden. Oh, aber ich kann auch irgendwas hier zu dem hingehen auf jeden Fall. Bier-Safttrank freigeschaltet. Sehr gut. Okay, den müssen wir wahrscheinlich woanders machen. Aber ich will trotzdem mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Flasche finden. Hier so ein bisschen, wo wir es so vergrößern können. Hier gar nichts mehr. Schade. Oh, Entschuldigung. Das ist doch verrückt. Auch nicht. Steht hier noch irgendwo eine rum? Hier gar keine. Die haben wir doch schon, ne? Ja. Naja, vielleicht finden wir die woanders. Wir müssen jetzt mal wieder raus. Noch jemand anders werden? Das ist besonders die Buchstaben da unten. Eigene. Achso, okay. Ich bin ja jetzt kein Slytherin, deswegen macht uns das nicht so, macht das nicht so viel Sinn. Aber wofür kommen wir hier hin jetzt? Ach nein, ich bin ja wieder Harry. Ich muss mich einmal verwandeln. Halt, wir müssen zurück. Einmal zurückverwandeln in den Typen, dann können wir da rein. Oder? Genau, los. So. Ja. Komm mit. Ich kenne den Weg. Gut, müssen wir mal schauen, ob wir den Vielsafttrank da jetzt auch gut nutzen können. Eigentlich sollte es ja möglich sein, da jetzt reinzukommen. Denn ich gehöre dazu. Harry blaues Hemd. Gut, bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Was wir erst beim nächsten Mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.